Onkels, es ist der Tag gekommen, wo wir wieder Teambewertungen machen. Aber, wie ich schon gehört habe, heute nur 0 Cent TOTS RTG Teams. Also, ihr müsst keinen TOTS haben, aber es soll 0 Cent RTG Teams sein, weil wir EA Vancouver Canada keine Fliesen in den Arsch stecken. Ich hoffe, heute sind keine Teams dabei von einmal diese polnische FIFA und auch keine Teams, die mit Spielmaschine fotografiert wurden und ich dann einfach Breakdance mit meinen Augen machen muss, damit ich das erkenne. Aber heute bin ich guter Dinge, weil heute ist ein guter Tag. Vamos a la playa. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach 69 Likes. Dokuseng-Like auch, ja? Oh, tschüss, wie HD diese neue Kamera ist. Einfach, ich sehe mehr HD aus als ich selber, ja? Und wir fangen mit dem ersten Cousin an, nämlich Arda ohne Profilbild. Und ich habe Angst, Chat, weil ich sehe schon, da wie ein Cousin namens Jackson, RTG-Team, kannst du bewerben. Okay, es fängt gut an. Der Onkel hat auf jeden Fall einigermaßen ein Foto gemacht, was nicht mit Spielmaschine aufgenommen ist, wo der den Sinn der Sache verstanden hat, dass es RTG-Team ist und nicht 47 Milliarden kostet und FC-Kreditkarte heißt. Guck mal, ein Tor haben wir Munyanyo, ist nicht das Gelbe vom Ei, kann man mitarbeiten. Dann hat der Nathan Ake den niederländischen Mischmuck-Kopf in Rot. Ich habe zwei Kudazminze-Cousins in Rot bekommen, den hätte ich sehr gerne mitgenommen. Kann man auch mitarbeiten. Und Roberto Carlos, die schön polierte Glatze. Dann hat er noch Ping-Pong. Ich sag dir ehrlich, Torwart musst du ein Upgrade holen. Und die wenigstens ist eine Special-Karte von Munyanyo. Mittelfeld sind zwei Türsteher. Das erkennst du alleine daran, dass sie dann einfach Haare wieder gewachsen sind. Und dann haben wir noch den Klassiker Mbappé Paul Player of the Month. Der Abi mit Rakete im Arsch. Du hast hier zwei Spieler mit Rakete im Arsch. Ich würde dir so eine 8 von 10 geben. Weil du hast Saeed Al-Bairin auf der Bank. Saeed muss vor der Abi ins Team. Aber dann ist es schwer wegen Chemie, weil Saeed klingt schon seinen Arschbacken. Gucken wir uns den nächsten Onkel an. Emre Yüksel. Päh, der Cousin hat Sonnenbrille an, chillt auf Wiese, ja. Ey, Kapi, erstmal Top-Videos. Liebe diesen Humor. Wollte mal fragen, wie mein Team ist. Hab paar Fliesen gelegt und ihr hat mich dennoch gebrochen. Wie viel gebrochen? Viele SPC und ab und an mal Luck. Aber Onkel, wenn du paar Fliesen ins Spiel gelegt hast, eigentlich ist das dann kein RTG-Team, weil du hast ihr Fliesen gegeben. Und der Sinn des heutigen Videos ist 0 Euro RTG-Teams. Aber wir gucken uns das trotzdem an, weil der war halt vorhin einen süßen Text geschrieben, Mann. Ich sag euch ehrlich. Guck, du hast auch 100 Fliesen schon auf Uhr. Deswegen, eigentlich müsstest du disqualifiziert sein, aber ich drück zwei Augen zu. Ich sag dir ehrlich, deine Abwehr, muss ich so sagen, ist richtig kabelbrand. Dieser eine Chinese hier, musst du irgendwie organisiert kriegen, dass du da einen anderen Onkel reinmachst. Von mir aus nimm sogar an der Mekano irgendeine Special-Karte oder irgendwas anderes. Dann dieser Mexikaner ist okay, kann man zocken und Kohle ist richtiger Kabelbrand. Am Mittelfeld sieht schon besser aus. Saeed Alaweira, dann hast du hier nochmal Saeeds Cousin, Heung-Min Son ohne LAN-Kabel und Dalglish. Ich sag dir ehrlich, dein Team ist so, wegen deiner Abwehr, die richtig gut als Minze ist, eine 7 von 10. Und 7 von 10 bist schon gut aufgehoben, weil eigentlich man müsste dich qualifizieren. Und check auch nicht, wie du Thomas Müller spielen kannst. Junge, der könnte 110 Rating haben, ich würde den nie in meinem ganzen Leben spielen, weil der fühlt sich an einfach wie ein Bauer in FIFA. Aber De Gea im Tor, das ist ein guter Call, auch wenn das De Gea aus Ohio ist. Ey, liebe selber, ich bin so, tak, 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 tak. Okay, Cousin, wir gehen zum nächsten. Nein! Nein, Onkel, bist du das wirklich oder hast du irgendwo gefreestylt aus Internet? Scheiße, ich kann das Profilbild nicht sehen. Junge, hier hast du einfach, das ist kein Übergang, das ist auch kein Untergang, das ist einfach Übersteiger, was du da auf den Kopf hast, ne? Und hier hast du einfach dann leer und dann hast du einfach eine Insel hier. Einfach Mallorca und so, Ballermann hier, die Ecke. Aber was hat das mit der RTG-Team zu tun, Onkel? Du schickst mir deinen Übersteiger, aber, hä? Gucken Sie nichts an. Ein Videochat? Hä? Was, hä? Hä, warte mal. Ich, Mbappé for Player of the Month, Saeed, Jairzinho und dann ich. Ah, Chat, das ist ein Edit, guck mal. Erstmal komm ich, dann kommt Mbappé for Player of the Month, Saeed, Alaweira, Jairzinho und dann komm ich mit grünen Haaren, Chat. Habt ihr gecheckt? Ist ein cooler Edit gewesen, ist ein cooler Edit gewesen, muss ich dir ehrlich sagen. Du hast Photoshop seine Tante auf Volley genommen. Sag euch ehrlich, ich hätte viel mehr von euch erwartet, guck mal. So, okay, Offensive kann man machen, dieser Enkaktik. Kaktus würde ich rausmachen. AVs kann man auch noch zocken. Aber welcher Mensch spielt Harry Kanes Onkel Bobby Moore und Van de Gold noch? Stell mal vor, dein Gegner hat Zeit, Alaweira, Mbappé for Player of the Month und Jairzinho. Die gehen rutschen. Du musst die irgendwie upgraden. Dein Team ist eine
6,5 von 10 auf sich. Dein Vater, Julian. Kannst du mein Team bewerten? Hab aber zwei Accounts, ich sehe schon. Ja, der schickt uns einmal diese polnische FIFA. Obwohl, nein, das ist nicht mal polnische FIFA. Das ist diese FIFA Mobile, ne? Ich glaube, hier hat er eine Tante als Außenverteidiger. Torwart gibt's nicht, keine Ahnung, wo der ist. Thiago mit 12 Rating. Hat er seine Fußballschuhe verloren oder was? Und unser schön polierter Glatzkopf Roberto Carlos. Aber hat er auch mit R2D zu fotografiert? Junge, was ist das für eine Grafik? Ich verstehe das nicht, Onkel. Wie könnt ihr bei einer Screenshot eine schlechte Grafik haben? Ihr macht so, zack, Screenshot. Wie kommt das dazu, dass dann Bratwurstqualität ist? Das macht rein mathematisch und logisch gar keinen Sinn. Ja, ja, komm. Das ist noch sein zweiter Account, ne? Ist klar. Schick mir Clash of Clans oder was das ist. Hier hat er einfach Haaland im Sturm. Und hier bin ich nach Weekend League. Du bist disqualifiziert, Cousin, Junge, das sind RTG-Teams und nicht Clash of Clans aus Ohio. Du siehst aber trotzdem nach der Premier League Weekend League aus, ja? Ich spiele mit meinem Gefühl, was ist das? Ich schicke mir FIFA 1672. Junge, Loris hat aber bis heute immer noch die gleiche Karte. Dann hat er hier einmal, wer ist das? Yahya Touré, der ist Hero-Karte jetzt. Die Natalia ist auch Hero-Karte jetzt. Cousin mit Mayonnaise in den Haaren, ich glaube, das ist Balotelli. Wischmokop David Luiz, damals ZOM gewesen. Dann hat er hier noch Neymarcito, wo der noch frisch aus den Favelas kam und noch bei Santos gespielt hat. Und irgendeinen mit 22 cm, dann Company und nochmal Company, aber aus Frankreich. Ey, wie komisch dieses FIFA damals aussah, Chat, ne? Was ist überhaupt für eine krumme Formation? Langsam, Onkels, ihr müsst euch konzentrieren. Ihr übertreibt schon wieder. Schlimmer als die, die mich fragen, kannst du meine Weekend League spielen? Julian Brühl. Das kann nichts werden, Chat. Der hat schon wieder irgendein Harry Potter hier als Profilbild. Moin, moin! Würde mich auch über eine Teambewertung freuen. HTTP. Beste Grüße. Onkel! Schick doch normale Foto, der schickt mir einfach Link. Schick doch wie jeder andere einfach Foto und dann Text. Der schickt mir einfach einen Link. Am Ende gehe ich da drauf, mein Computer explodiert oder so. Okay, jetzt gehen wir zum nächsten Cousin. Nämlich Kylian Mbappé. Der hat auch einfach schwarzes Profilbild. Boah, ich sag euch ehrlich, ich glaube kein Mensch hat mehr Coins, ne? Der hat auch nur 16 Fliesen auf Uhr. Dann hat der einmal hier Jürgen Klopp und eine Langkabel. Okay, Verteidigung ist stabil. Wischmuckkopf, Ake Tots und Araujo. Aber rote Karte. Munyanyo im Tor würde ich ändern. Und Alba für 4 Millionen Leihspiele. Walker Gold ist zwar nicht das Gelbe von My Heart, auf Hart kann man zocken. Mittelfeld ist auch stramm. Der dicke edische Big Mac ist okay. Tammy Abraham, Chat. Wisst ihr, was für Sachen der mit mir in der Weekend League anstellt? Der ist so eine underrated Karte. 28 Chemie, Cousin. Ich würde da ein paar Tricks machen, irgendwas, dass du da wenigstens... Oder änder den Manager, ja? Dass du da wenigstens so auf 31 kommst oder so, ja? Patrick Vieira, aber auch nicht die beste Version. Sagen wir mal summa summarum, Onkel, kriegst eine 7 von 10. 7,5 von 10 ist okay, komm. Aki, der hat einfach ein ganzes Team gebaut, Chat. Einfach auf dem Bild sind 24 Raketen im Arsch. Auf diesem Bild nur. Entdecke Türkei. Okay, ich fliege jetzt gleich los, warte. Mit diesem Team, wenn du R2 drückst, du siehst einfach nur noch Kamehameha und dann Bium. Du müsstest nicht mit Lenkrad spielen, du müsstest mindestens mit Düsenjet spielen. Aber hat auch nichts mit RTG-Teams zu tun. Okay, gucken wir uns den nächsten Cousin an. Ja, Chat, ich sehe schon, komm. 126 Fliesen auf Uhr, okay, 0 FIFA-Points. Dann Maldini, diese 95er-Karte, der italienische Türsteher Sergio Ramos. Noch ist das alles okay. Roberto Carlos, diese dickste Kuda-Zwinze-Karte, noch wo der keine Glatze hat. Du musst die Version von Roberto Carlos spielen, wo der eine Glatze hat, weil der spielt dann besser, der ist aerodynamischer, der hat weniger Gewicht auf sich und seine Glatze schön poliert, kann der schneller rennen machen. Guck, Chat, dann R9, nicht R69, Rüdi Hülle Team of the Year Karte, Johan Cruyff, Patrick Vieira und Abdel Pelé. Onkel, willst du mir sagen, das ist ein RTG-Team? Das Team kostet 30 Millionen Fliesen. Willst du mir sagen, das ist RTG? RTG-Team? RTG-Team? Bist du Cousin von einem Paypal? Das ist schon wieder FC Kreditkarte, kostet mindestens 3 Nieren und 2 Knie. Du kleiner Scratcher. Dir kaufe ich das nicht ab, Onkel. Dir kaufe ich das nicht ab. Das ist kein RTG-Team. Kommen wir zum nächsten. Halle. Hat ein Team gebaut für 65 Millionen Fliese, aber hat einfach Schwarz-Weiß-Filter drauf getan und ich erkenne keinen einzigen Spieler. Außer hier Mbappé, Paul, Pepsi. Meine Augen drehen sich, Cousin, meine Augen drehen sich. Was war das für eine Folge heute schon wieder, Chat? Wir hatten eigentlich ein paar gute Teams. Da waren auch ein paar gute Totskarten, aber manche haben übertrieben. Wie zum Beispiel der Cousin mit Link. Schick doch normale Foto, krieg ich schon wieder grüne Haare, wenn ich sowas sehe.